Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen vom Grund des Meeres. Neben mir steht mein neuer Freund und wenn ihr wissen wollt, was es mit ihm auf sich hat, dann bleibt dran. Zuvor jedoch würdet ihr mir wahnsinnig helfen, wenn ihr einen Like da lasst für den YouTube-Algorithmus und den Kanal kostenlos abonniert. Und dann legen wir los. Der Crusher. Da brauchen wir Redstone für, dann eine Eisenspitzhacke. Aber das Grundproblem, was ich gerade sehe, ist, dass wir zu wenig Kobbel haben, um uns einen Ofen zu craften. Wir brauchen dafür noch 6 Kobbel. Jetzt müssen wir also noch ein bisschen angeln, bis wir 6 Kobbel haben. Es kommt immer mehr Eisen, aber kein Kobbel. Den letzten Kobbel haben wir durch das Sieben von Sand bekommen in der letzten Folge. Das bedeutet, da haben wir wieder ein bisschen, wir müssen einfach weiter sieben. Hier haben wir noch ein bisschen Zeug und vielleicht kommt da etwas Kobbel bei rum. Ja, vielleicht können wir auch einen Ofen erangeln. Aber Moment, aus dem Sand kam der Kobbel letzte Mal. Sind das bestimmte Items und Ressourcen, die Sand und Dirt und Kies zugeordnet sind? Kann das sein, dass aus dem Kies nur bestimmte Items rauskommen und aus dem Sand nur bestimmte Items rauskommen und auch aus dem Dirt nur bestimmte Items rauskommen? Wäre mal interessant rauszufinden, ob das so ist. Aber es wächst auf dieser Insel alles sehr schnell hier. Das Weed könnte schon wieder geerntet werden. Yay, es ist wieder ein Banapfel gewesen. Oder eine Apfnane. Wie gesagt, da streiten sich die Geister. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, für was ihr das haltet. Bananen, die Äpfel heißen. Getrockneter Seetang. Da kommt getrockneter Seetang aus dem Wasser. Wahrscheinlich aus einem trockenen Bereich des Wassers. Daraus kann ich Kobbel machen, dann habe ich schon mal 6. Sehr schön. Das heißt aber, wir brauchen noch mehr. 2 Stück noch. Ah, da ist Dirt. Ah, ich habe immer so ein Problem. Mache ich den Dirt jetzt an meine Insel? Oder schicke ich ihn durch das Sieb? Mach ihn an meine Insel. Unsere Insel muss größer werden und schöner. Ich habe noch nicht einmal gegessen in dem Spiel. Ist das normal? Was ist denn das da? Warte mal. Warte mal, wir hatten noch hier Wassertrank. Da muss ich mal gerade... Wassertrank. Wasseratmungstrank. Da muss ich auch gerade mal was gucken da unten. Das sah nicht aus wie ein Drowned. Jetzt sieht man hier nicht so viel. Es könnte etwas klarer sein hier unten. Das da! Was bist du denn? Ach, stark! Man kann handeln mit diesen Geschöpfen. Er gibt auch Töne von sich. Er gibt auch Töne von sich. Kann er irgendwas Nützliches machen gerade? Nee. Ist das? Ah, krass. Man kriegt Kürbisse für Dias? Nee, Quatsch, Dias für Kürbisse. Und ja, Wahnsinn. Davon gibt es mehrere hier unten. Kann man euch einfangen? Kann man euch irgendwie an die Oberfläche bringen? Ah! Und hier ist sowas. Das hat doch immer eine Kiste hier irgendwo versteckt. Warte mal, hier ist auch das Kies. Ich dachte, das wäre Cleanstone, dann hätten wir das mit draufnehmen können, damit wir endlich unseren Ofen bekommen. Da ist eine Kiste. Mit Kohle und einer Angel. Sehr stark. Sehr stark. Und eine Axt, die nehmen wir auch mit. Wer hätte gedacht, dass ich mal eine Steinaxt so feier? Bin ich nicht so weit vom Floß weg? Nee, das ist so krass. Doch weiter als erwartet. Und das hauen wir jetzt hier durch. Und ich wollte ein paar Fackeln machen in der Nacht und dafür brauchen wir Holz. Das ist... Ah, wir haben sogar noch 2 Sticks. Ja, so viel Fackeln, das reicht doch erstmal. Wenn wir hier 2 Fackeln machen... Also Quatsch, das ist ja sogar mal 4. Also 8 Fackeln. Das sollte doch erstmal reichen, hier um ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Machen wir da eine hin. Machen wir da eine hin. Da eine hin. Ja. Und da eine hin. Sehr schön. Nee, aber schön, ne? Also wenn der Himmel klar ist, hier mit den Sternen. Romantisch, das, nee, ganz ehrlich, auch mit der Musik, da wäre ich gerne im Real Life an so einer Stelle. Unten schön auch mit dem Meeresleuchten. Nee, das ist echt geil. Da ist mehr Dirt, den wir wieder an der Insel anbringen werden. Es fing ja alles mit diesem kleinen Floß hier an.
Und jetzt haben wir schon fast 2x2 da rumgebaut. Und wir haben schon dieses tolle Sieb hier gebaut. Und diesen tollen Komposter, der Mulcher heißt in diesem... Bones. Aber da wir Bone Meal haben, hat das jetzt nicht mehr so den großen Stellenwert, wie ursprünglich vermutet. Kinder, ich finde das ja eine super Idee da unten mit den Bananen, aber dann kann man die auch bitte Banane nennen. Warum muss das denn dann Apfel heißen? Und noch mehr Dirt. Wo ist er? Da. Aber diesmal mache ich hier 2 hin und 2 jage ich mal durchs Sieb. Was ist das? Kürbissamen. Ist nix. Ich brauche hier Kobbel, Leute. 2 Kobbel mehr und dann können wir endlich den Ofen bauen.